Sammlerfreunde, da bin ich wieder, der Master Ölli, mit einem kleinen neuen Video am Start. Heute nochmal Turtles of Grayskull. So ein paar Figuren habe ich euch gezeigt und ich habe auch noch was. Jetzt ist hier der Ram-Man dran. Der sieht so toll aus. Das ist auch so eine Mutant Ram-Man-Version. Und da habe ich auch schon eine Custom-Idee, die ich euch zeigen möchte. Und ja, also der ist wirklich, der war von Anfang an für mich klar, der kommt in die Sammlung. Egal, ob ich jetzt hier diese Laien sammle oder nicht, den hätte ich sowieso gekauft. Jetzt ist er da, jetzt zeige ich ihn euch, ab in die Ego-Perspektive, noch ein bisschen Kopf schütteln und los geht's. So, da sind wir in der Ego-Perspektive angekommen. Ja, Ram-Man, Mutant Battering Ram. Cool. Wirklich eine coole Figur. Das ist ja jetzt wieder Ram-Man in Böse sozusagen. Hat so einen Zentauren-Kopf. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, wirklich toll. Also hier auch Skeletor Shredder drauf, deswegen ist immer der Hinweis darauf, dass wir hier einen eher bösen Charakter haben oder böse geworden. Ja, auf der Rückseite haben wir das Artwork, das wunderbare Artwork, und hier ist He-Man noch gefesselt und noch nicht in der Mutantenversion, aber Ram-Man kommt gerade frisch aus der, ja, es ist ja keine Slime-Pit, es ist eine Oz-Pit. Er kann ja nichts dafür. Ne? Ja, okay. Hier ein paar Actionbilder und die Figuren der Line. Schaut euch das Artwork nochmal einen kleinen Moment an. Und schön, oder? Ich finde es schön. So, jetzt machen wir den Bumo. Und dann haben wir hier das Comic und holen die Figur raus. Diesmal hat er nicht ganz so gut geklappt, aber fast gut. Wenn man das so ein bisschen... es ist in Ordnung. Es ist auf jeden Fall viel besser als das, was ich da manchmal rumhantiert habe. So, dieses Comic ist immer wieder dasselbe. Also es ist zwar ein Mini-Comic dabei, aber es ist immer wieder das gleiche Comic. Ich gucke, ob ich es noch gespeichert habe. Dann werde ich es euch nochmal hinten an das Video dranhängen. Wenn nicht, dann halt diesmal nicht. Dann müsst ihr nochmal bei einem anderen Video reinschauen von den Turtles of Grayskull. Einfach bis zum Ende dann spulen. Da ist dann dieses Comic zu sehen. So, ein paar Stripes haben wir hier. Den holen wir jetzt mal ganz schnell flott da raus. Tada! Da ist er. Ja, das ging ja relativ schnell. Das ist eine sehr interessante Figur. Schaut euch mal die Beine an. Der hat wirklich Büffel. So Büffelfüße. Die sind so ein bisschen gebogen. Also, seht ihr das? Das ist wirklich interessant. Also, er steht so ein bisschen in den Knien, aber so kann er stehen. Das ist wirklich cool, die Figur. Schaut euch mal das Gesicht an mit dem Bärtchen und mit den Hörnern. Also, der ist wirklich super schön. Super schön. Auch dieses Translumiszente. Er hat hier Blitze an den Armen und die hat er am Oberkörper auch. Die zeige ich euch mal hier. Seht ihr, die sind hier auch ein paar. Das ist, wow. Wirklich toll. Und man kann ihm halt die ganze Rüstung auch ausziehen. Und das ist cool. Also, das ist wirklich cool. Er hat zwei verschiedene Hände. Die hier ist ein bisschen mehr zu, also so ein bisschen eine Faust. Ist eine Mischung aus einer Faust. Man kann aber auch was reinmachen. Es ist also auch ein Loch da. Und das hier ist so ein bisschen eher die Greifhand.
Und darf dann, ja, mit der Greifhand kann man diese Axt hier rein machen, die übrigens recycelt ist vom Ramman, vom Kolder, vom Grizzlor. Wo haben wir die denn noch überall gehabt? Also die ist mittlerweile so oft schon recycelt. Aber es ist nicht schlimm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich tue ihm trotzdem seine klassische, die zeige ich euch jetzt auch nochmal kurz. Die sind nämlich in so einem Silberton. Die sind in einem richtig schönen Silberfarbton gemacht. Normalerweise habe ich die immer erst so angemalt. Jetzt sehen die schon so aus. Ja, man kann ihm die Axt in die Hand geben und die andere hat er hier hinten eine Aufbewahrung für. Die ist ein bisschen eng, aber sie ist aus Gummi. Wenn man die so zusammendrückt, dann wird die Öffnung größer und man kann die Axt wunderbar da hinten reinstecken. Weil ich finde das so cool, wenn er noch eine zweite Axt hinten am Rücken hat. Ja, das ist der. Ja, dieser Mutanten-Ram-Man von den Turtles of Grayskull. Ja, jetzt will ich euch noch eine Custom-Idee zeigen, die mit dieser Figur was zu tun hat. Und zwar hier ist mein Ultimate Ram-Man. Ja, der hat im Endeffekt die Rüstung von ihm an, hat einen Kopf von einem Masterverse Ramen bekommen und hat die Stiefel von einem Origins Ramen verpasst bekommen. Die sind mit Draht so ein bisschen befestigt, die sind so leicht locker, weil die nicht so richtig drauf passen, aber sie halten so. Man kann sie dann auch ein bisschen bewegen und anders in Pose stellen. Und diesen Draht habe ich so geformt, dass es so aussieht, als wäre es die Stiefelschnürung. Und so hat er jetzt auch. Er hat ganz normale Arme. Es ist ein ganz normaler He-Man-Oberkörper und He-Man-Arme drunter. Und ich habe ihn dann halt diese Sachen angezogen. Und ich finde, das ist ein mega schöner Ram-Man so geworden. Und der macht mir auch riesig viel Spaß. So hat man, wenn man den zweimal kauft, wirklich. Zwei wirklich tolle, tolle Figuren. Das macht doch Spaß. Das ist doch schön. Und wir gehen jetzt nochmal, ja, zur Drehscheibe. Ja. So, da dreht sich die Turtles of Grayskull-Version des Ram-Mans, ja, ein. Ich finde, der sieht, ja, schaut ihn euch selber an. Sieht das nicht megamäßig aus? Ja, wenn ich da jetzt noch mit der Taschenlampe dran leuchten würde, dieses Translumineszenz, das ist toll. Das gefällt mir so gut. Auch dieses, ja, wie das Metall dargestellt ist in dieser Metal-Optik, das ist toll. Das ist wirklich, wirklich klasse. Also, das sieht stellenweise besser aus als beim Original-Ram-Man. Also, ich find's super. Ich finde die Interpretation super. Ja, er ist halt auch wieder vollgeschleimt worden. Und ja, nun ist er im Moment Skeletor und Shredder sein Kumpane und hörig, bis He-Man es schafft, wieder zum Schluss siegt das Gute immer, wieder den Ram-Man hier auch wieder zum Guten zu bekehren. Das hört sich an wie in Star Wars. Naja. Okay, also, das soll's gewesen sein zu der Figur. Nein, soll's nicht gewesen sein zu der Figur. Wir machen noch mal einen kleinen Schnips und dann schauen wir uns noch den anderen Ram-Man an, den ich euch gezeigt habe. Und da ist mein Ultimate Ram-Man zu sehen. Ja, der sieht dem anderen natürlich schon sehr ähnlich, aber er ist halt in der menschlichen Gestalt. Ja, und ich finde, sieht der nicht mal bullig aus. Also, ich finde Ultimate Ram-Man, das passt schon ziemlich gut. Ich glaube, den hat es nicht ein Ultimate Ram-Man auch bei den Classics gegeben, oder täusche ich mich da jetzt? Woher habe ich diesen Namen? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht habe ich da ja irgendwas im Kopf, was es tatsächlich schon gegeben hat.
Ja, ist ja möglich. Bei Moto hat es so viel gegeben. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es auch das schon gegeben hat. Ja, also, das ist jetzt eine Alternativversion, was man auch aus dem Ram-Man machen kann. Das ist gar nicht so schwierig. Ich habe halt noch einen alten, kaputten Ram-Man gehabt, bei dem ich die Schuhe mir klauen konnte. Weil die braucht man schon, weil wenn man da normale Füße dran steckt, das geht auch. Sieht aber ein bisschen komisch aus, weil der so bullig ist und dann hat er so kleine Füße, hat mir nicht gefallen und dann ist mir die Idee gekommen und das finde ich natürlich viel, viel cooler. Das sieht besser aus. Ja. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit da draußen. Zum Schluss noch einen schönen Gruß vom Pocking Joe. Und ja, das muss sein, das sagt er immer. Bestell den Leuten auch von mir einen schönen Gruß, auch wenn er jetzt leider dann doch etwas seltener zu sehen ist, wie wir das uns vorgestellt haben. Das hat aber Gründe und da werden wir auch noch mal drauf eingehen. So, jetzt sagt der Master Ölli, bleibt gesund. Tschüss!